nicht nur anderen Leuten sagen, mach dir keine Sorgen, alles wird gut, sondern wirklich uns selber einreden, uns selber davon überzeugen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dürfen, müssen. Weil am Endeffekt, alles, was wir planen, macht Kadosh Baruch Hu seinen Plan. Ja, egal wie viel wir uns Sorgen machen, egal wie viel wir darüber nachdenken, wie wir das sein, wie wir das sein, wie wir diese Reise sein, wie wir das und dorthin und jenes. Alles wird am Endeffekt so sein, wie es der liebe Gott möchte. Und wir haben da keinen Einfluss. Und aus diesem Grund machen wir uns keine Sorgen. Die Sorgen eines Menschen sind ein großer, großer Faktor für die Krankheiten. Ein Mensch bringt auf sich Krankheiten, Depressionen, Herzprobleme, alle anderen Krankheiten beginnen bei den Sorgen. Magenprobleme. Die meisten Menschen haben Magenprobleme nicht wegen des Essen, wegen der Sorge, wegen Stress. Machen sich immer Sorgen. Wie entfernt er diese Sorgen von sich? Wie kann er das anstellen? Denk nicht daran. Ich kann nicht daran denken. Ich denke die ganze Zeit daran. Ich möchte auch verheiratet sein. Ich möchte auch Kinder haben. Ich möchte auch. Aber ich bete zu Gott, warum habe ich noch immer keines? Warum? Aber das ist das Problem. Du machst dir Sorgen. Wenn du dir Sorgen machst, dann heißt das, dass du mit anderen Worten, du es ändern kannst, aber nicht Kadosh Baruch Hu. Natürlich können wir was ändern, indem wir unsere Hoffnung auf Kadosh Baruch Hu schmeißen. Ja, wir haben natürlich einen Beitrag zu leisten, aber wenn wir uns die ganze Zeit Sorgen machen, dann sagen wir damit mit anderen Worten, Kadosh Baruch Hu, du kannst nichts machen. Er sagt, du machst dir Sorgen, ich bin da. Wenn wir uns Sorgen machen, wir brauchen Hilfe, zu wem gehen wir? Wir gehen zum Vater, wir gehen zur Mutter. Ein Mensch macht sich zu viel Sorgen. Aber wenn du alles auf Kadosh Baruch Hu schmeißt, Kadosh Baruch Hu sagt, ja, dafür bin ich da. Aschlecha al Hashem yaovcha v'hui chalkelecha. Hast du ein Problem? Jedes Problem. Schmeiß es auf Gott. So steht es mit ihm. Aschlecha alav. Schmeiß es auf ihn, v'hui chalkelecha. Und er wird dich mit allem, was nötig ist, wird er dich befüllen. Mit jedem. Egal, wo du deine Hilfe brauchst. Moral, seelisch, psychisch, egal wo du Hilfe brauchst, ich bin da, schmeiß auf mich. Akzeptier, dass ich dir helfen kann. Natürlich muss man zu Ärzten gehen, natürlich muss man einen Anwalt nehmen, wenn es nötig ist, aber man darf es nie und nimmer auf diese Person anhängen, dass diese Person mir helfen kann. Na bitte, diese Person ist ein treuer Gesandter von Kadosh Baruch Hu, auch ein guter Arzt, den du pro Besuch 1000 Euro zahlst. In einer OP, wenn Kadosh Baruch Hu nicht will, dann bewegt er seine Hand kurz aus. Eine Arterie ist auf. So, Gamal. Wir haben genug gehört. Fälle mit Privatärzten, mit teuren Ärzten, mit teuren Anwälten ist nichts geworden. Warum? Kadosh Baruch Hu will so. Deswegen, wenn Kadosh Baruch Hu am Endeffekt eh alles entscheidet, dann schmeißen wir alles auf ihn. Ich mache deinen Weg, ich gehe deinen Weg. Du hilfst mir, das und das zu machen. Ich brauche Hilfe da. Ich gehe deinen Weg, hier, das wird mich jetzt, dieses Thema wird mich jetzt von meinem Weg, deinen Weg zu gehen, abwenden mit den Gedanken. Mach so, dass ich nicht daran denken muss. Kadosh Baruch Hu will ja, dass du seinen Weg gehst. Was will er dann machen, damit es dich nicht stört? Er wird es von dir weggehen.